Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück hier zu einem weiteren wunderbaren Video beim letzten Song vom Album Bad Moms. Dann sind wir durch mit den Bad Moms Album Reactions. Wir haben vielleicht hier und da noch minimal was auf Lager. Ja, ich werde nochmal mein Fernglas rauswerfen, denn so sieht ein Fernglas aus heutzutage. Und gucken, aber ich werde nicht weg sein. 6 Uhr morgens, jeden 6 Uhr, jeden 6 Uhr morgens, jeden Morgen 6 Uhr. Ich bin da für euch, weil ihr müsst euch ready machen. Geht wieder raus aus eurem Bettchen. Ihr dürft dieses Video nicht gucken, wenn ihr noch im Bett seid. Ihr habt Termine, ihr müsst noch duschen gehen. Ihr müsst euch noch ready machen. Das geht doch so nicht. Ihr müsst jetzt mal aus dem Puschen kommen hier. Wichtig. Wir hören jetzt nämlich rein bei Struggle is where we from. Erst einmal ganz, ganz dick danke für diese Teilnahme an diesen Album-Reactions, Mann. Das war so eine schöne Zeit. Die letzten 2, 3 Wochen waren so unfassbar schön für mich. Die Kommentare zu lesen war so ein Genuss. Also no joke. Morgens und abends habe ich immer direkt die Kommentare gelesen. Ihr seid alle so Zucker einfach. Ihr seid so richtige Süßis einfach. Ich sag's jetzt ernsthaft mal. Und ich meine auch dich, Johann. Und auch dich, Paul. Ihr seid Süßis. Ob ihr es wollt oder nicht. Ich sag's einfach. Ich sag's. Ich habe versucht mir... Kate. Ich habe mir Kate gemerkt. Oh mein Gott. Kate, endlich. Jetzt bist du genannt worden. Kate. Ich habe einfach jemanden, der heißt Kate. Bro, einfach die nächste Präsidentin oder was? Kate einfach. Kate ist so ein geiler Name. Nennt eure Kinder Kate. Ansonsten habe ich mir keinen Namen mehr wirklich merken können. Ich habe eben Jennifer habe ich noch auf Lager. Ich hoffe, das reicht. Ich hoffe, ihr fühlt euch ein bisschen alle geknuddelt und gedrückt. Fühlt euch jetzt mal gedrückt ein bisschen. Wichtig. Wir hören jetzt nämlich rein beim allerletzten Song. Struggle is where we from. Ich bin sehr, sehr gespannt auf das Ende. Es ist nicht das Auto, weil ich glaube, Punkt, Punkt, Punkt kommt danach. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wobei, nee. Punkt, Punkt kam davor, glaube ich. In der Liste. Aber gut, wir hören rein. Ich freue mich sehr drauf. Und das wird die letzte Album-Reaction zu Bad Moms sein. Kleine Träne kommt hier wieder runter, aber egal. Wir müssen los. Heute ist Mittwoch. Heute müsste Mittwoch sein, wenn ihr das seht. Schönen Mittwoch euch. Ist Mittwoch irgendein besonderer Tag? Mittwoch, 15. Dezember? Nee. Okay. Dann nicht. Ganz normaler Mittwoch. Oh, hey, ganz kurz. Aufpassen, da ist irgendeine Stimme drin, die ich nicht kenne. Ich bin sehr gespannt. Aber der Anfang fand ich sehr schön. Scheint ein bisschen langsamer zu sein. Ich tippe auf einen Real Talk Song. Oh mein Gott, das kenne ich. Das ist aus, ich weiß nicht, woraus es gesampelt ist, aber ich kenne das Lied. Geil. Auch, wir haben einfach einen, haben wir einen Drillbeat? Hier baut sich gerade ein Drillbeat ein bisschen auf, auch muss ich sagen. Wir haben einen Drillbeat. Ich bin ehrlich, ich will nicht wieder der Guy sein, der so ein Thumbnail macht, aber ich habe Gänsehaut wieder. Ich bin ehrlich, wir haben einen Drillbeat. Okay, 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 okay. Holy shit, okay. Oh, ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Oh, okay, okay. Oh mein Gott! Boah! Der Anfang ist ultra fett gerade. Der Anfang ist ultra fett gerade, muss ich sagen. Also maximal Vibe. Was weißt du von mir? Was weißt du von Struggle, von kein Geld für Strom? Wir haben hier eine Abrechnung nochmal. Wir haben ja nochmal so... Da hat sie den Bon mitgenommen. Sie ist dick einkaufen gegangen, hat den Bon mitgenommen. Bam, jetzt klatscht uns die Bon hier hin. Weißt du von hier, wo jeder glaubt, ohne Dad bist du verloren. Kurz vorm Erfrieren, die Kette aus Eis und die Krone voll Dorn. Krass. Kurz vorm Erfrieren und dann die Adlib, Eis. Jeder glaubt, ohne Dad bist du verloren. Kurz vorm Erfrieren, die Kette aus Eis und die Krone voll Dorn. Nix zu kaschieren, ich bin hierfür geboren. Bis alle kapieren, hab ich Mama geschworen. Alle fragen, warum ich so bad bin. Howdy. Mit den Finger schwarz in mein Branding. Hänge nur mit... Oh mein Gott, das ist gerade ganz... Das, ich kann es gar nicht so krass verarbeiten, Mann. Ich habe mit was ganz anderem gerechnet. Ich dachte, wir kriegen so ein chilliges, ruhiges Outro irgendwie. Aber wir kriegen eine Abrechnung einfach. Abrechnung. Mama geschworen. Alle fragen, warum ich so bad bin. Mittelfinger shorts in mein Branding. Hänge nur mit Bitches oder Bandits. Alles, was ich mache, ist ein Family. Ich surfe keine Welle, bin die Wave. Alle Hunde, die nur Bands, sind nur Fake. Holy. Dieser Flow, geisteskrank gerade. Schöner Flow-Change. Alles, was ich mache, ist ein Family. Ich surfe keine Welle, bin die Wave. Alle Hunde, die nur Bands, sind nur Fake. Alle wissen ohne Namen, doch sie wissen meinen Namen. Wenn du Eier hast, dann sagst du mein Fake. Oh ja, gut. Strong, strong. Einfach nochmal eine Abrechnung. Sie geht einfach so aus dem Album raus. Einfach so. Machen mein Trend nach. Es gibt nur eine Bad Moms. Wenn oh, du ja. Nicht erlebt hast, was ich erlebt hab, bitch, back the fuck up. Kenne nur self-made love. That's why I'm breaking hearts.
Oh, ey, ich liebe auch ihre englische Aussprache. Sie ist ja zweisprachig auch sogar aufgewachsen. Und ich liebe es einfach so, wie sie so dieses Natural Englisch einfach hat. Break the fuck up, kenne nur self-made love. That's why I'm breaking hearts. Mit 18 Jahren mehr als sie gesehen, das sind Statements. Actually true. Boah, das ist so gut. Das ist so gut, diese Melodie, wie sich der Beat langsam wieder aufbaut. Geil. Sehr schönes Outro, ich lieb's. Ey, ganz ehrlich, heute wieder ein bisschen tanzen. Bisschen morgens, 6 Uhr, 6.30 Uhr, halbe Käsescheibe in der Hand, hier die Bürste, bisschen tanzen, ein bisschen einfach mal mit, bitte. Zweite Part, ich bin gespannt. Was weißt du von mir? Was weißt du von Downs? Was weißt du von Depression? Was weißt du von hier? Bro. Wo du als Frau immer dreimal mehr geben musst. Krass, okay, Real Talk. Real Talk. Downs, was weißt du von Depression? Was weißt du von hier? Wo du als Frau immer dreimal mehr geben musst. Dass sie diskutieren. Jeden von diesen scheiß Hatern am Mikrofon. Guck, wie sie kopieren. Ich kenn diese Haare und Bitch, ich kenn diesen Flow. Und will ich. Und wie sie kopieren? Ich kenne diese Haare und Bitch, ja, ich kenne diesen Flow. Okay. Okay. Sind scheiß Hater am Mikrofon. Guck, wie sie kopieren. Ich kenne diese Haare und Bitch, ich kenne diesen Flow. Von Willa Kim in den 90s. Ooh, that bitch looks spicy. Lipgloss klebt an den Whitey. Make your girl my wifey. Ich will alles und zwar Yalla Yalla. Alles. Okay, das Yalla Yalla aus ihrem Mund klingt ein bisschen weird, muss ich ehrlich sagen. Klebt an den Whitey. Make your girl my wifey. Ich will alles und zwar Yalla Yalla. Alles Classic, keine One and Wonder. Fresse auf so gut wie jedem Cover. Cover, cover, cover. Bitch, I didn't stutter. Aber actually kein One-Hit-Wonder. Damals, es waren so viele, die meinten One-Hit-Wonder so. Ich weiß auch noch, ich habe sie nicht durch Papi entdeckt, sondern durch Zirkus, ihre erste richtige Solo-Single dann quasi. Und habe die all meinen Homies geschickt und da war immer noch der Struggle, wie man sie ausspricht. Bad Moms J? Bad Moms. Ich weiß nicht, warum es so schwer war, aber ich habe so gestruggelt und alle anderen haben auch so gestruggelt, weil man sie eben noch nicht so krass kannte. Und da haben auch viele von meinen Homies gesagt, ja, not bad, aber die wird sich nicht halten und bla 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 bla. Und dann hat sie sich immer gesteigert und wurde immer krasser, Mann. Yeah, I'm on my way. Hab mir jeden Meter hier gemerkt. All the stress and all the pain. Mach jetzt Deals so groß wie mein Herz. Oh, mach jetzt Deals so groß wie mein Herz. Das ist eine so schöne Zeile einfach. Wenn man so das auf ihrem, gerade auf ihrem Self-Love-Talk, wenn man den gesehen hat auf Instagram, kann ich sehr empfehlen. Das ist so eine, I don't fucking know, 10, 15, 20 Minuten Story-Highlight. Schaut es euch unbedingt an, wenn ihr so euch für Self-Love interessiert oder da so ein bisschen into it seid oder gerade auch vielleicht am Struggeln seid. Kann ich sehr, sehr empfehlen. Ich glaube, der ist noch online in ihren Story-Highlights. Da merkt man auch, was sie für ein positiver Mensch ist, was sie für eine Entwicklung gemacht hat und blablabla. Kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Und da hinten solche Zeilen nochmal anders, wenn man so ein Wissen irgendwie hat oder sich, so wie ich jetzt dran erinnert, an diesen Talk, dann hat man irgendwie eine andere Sichtweise nochmal drauf, diese Zeile, I don't know. Da hier gemerkt, all the stress and all the pain. Mach jetzt Deals so groß wie mein Herz. Gerade als 18 noch die Rente sicher. Könnt ihr. Boah, das ist eine Baba-Baller-Zeile, Mann. Holy shit. Eine Baba-Baller-Zeile, eine BBZ-Baba-Baller-Zeile. Boah. Wollt doch nur noch Enten füttern. Bin noch lang nicht da, guck in ein paar Jahren. Diamant an meinen Wänden, Dicker. Oh mein Gott, wie der Beat nochmal explodiert am Ende. Holy shit. Bin noch lang nicht da, guck in ein paar Jahren. Diamant an meinen Wänden, Dicker. Ich musste mich einfach gerade drehen, das hat sich so gut angefühlt. Viele wissen nicht, das ist meine Stimme. Das ist meine Stimme im Beat. Habe ich reingebastelt, habe ich reingemacht, bin ich. Boah, ey, das auf einer dicken Anlage, der Bass ist krass. Crazy. Crazy. Sehr, 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 sehr strong. Ey, sehr, sehr strong, Mann. Was für ein krasses Outro und was für ein unerwartetes Outro. Also wir haben so ein bisschen diese Abrechnung bekommen, die ich auch erwartet habe. Aber ich dachte, es wird eher so ein bisschen gefühlvoller oder ruhiger sein. Oder dass sie sagt, ey, dass sie so ein bisschen zusammenfasst. Ihre Story hat sie ja auch gemacht, aber sie hat es ja auch in die Baller-Art und Weise gemacht. Das ist einfach so dieses BAM. Das sind die Fakten. Dass sie trotzdem abschließen konnte damit, nochmal ein paar Sachen gesagt hat, aber eben auch einfach, keine Ahnung, nochmal gezeigt hat, wie vielseitig sie einsetzbar ist, also wie vielseitig sie als Person auch ist, als Künstlerin ist. So, wenn man drüber nachdenkt, dass wir jetzt hier wirklich
eine Liste an verschiedenen Tracks hatten, die unterschiedlicher nicht sein könnten, gefühlt, und jetzt am Ende nochmal auf dem Drillbeat sie bekommen haben, mit einem unfassbar schönen Sample im Beat auch, ist das echt crazy, wie wandelbar sie ist und wie abwechslungsreich sie sich bewegen kann und wie confident sie sich auf verschiedenen Arten von Beats bewegen kann. Fand ich sehr krass, hier gerade am Ende hat man das, finde ich, gut rausgehört. Ey, ich bin sehr, sehr happy mit dem Album gewesen. Es war eine, wie gesagt, unfassbar schöne Zeit mit euch, alles zu besprechen, reinzuhören. Wir haben gelacht, wir haben gefühlt auch geweint bei ein paar Songs, wir haben geknuddelt ordentlich, wir haben gedanced zusammen, es war irgendwie voll schön. Also war jetzt auch nicht, waren jetzt nur so 2 Wochen, aber war irgendwie eine schöne Zeit, keine Ahnung, jetzt gerade wie so ein Abschiedsbrief. Aber wirklich, no joke, ihr habt alle meinen Tag jeden Tag echt besser gemacht. Ehrlich, das war echt schön, Mann. Gerade die Leute, die ich jeden Tag einfach gesehen habe in den Kommentaren, wisst ihr? Und da meine ich Leute wie Sandro, wie Selina, wie Mia, wie Sarah, wie Lena, wie Lennart auch. Das sind einfach so, ich habe eure Namen jeden Tag gesehen, Mann. Und das ist irgendwie schön. Weiß nicht, irgendwie voll schön gewesen die Zeit. Danke auf jeden Fall an alle, die fleißig eingeschaltet haben, kommentiert haben. Und dann hoffe ich, dass ihr bei den nächsten Album-Reactions und allgemein bei den nächsten Reactions noch mit am Start seid. Würde mich sehr freuen. Und ja, nicht vergessen, heute nochmal ein kleines Lächeln auszupacken. Wichtig, hält jung. Hält jung und hält attraktiv vor allen Dingen. Von daher einmal ein kleines Lächeln hier rausschallern. Würde mich sehr freuen, vielen Dank. Ey, ich will euch gar nicht weiter nerven. Habt heute einen wunderbaren Tag. Bleibt fresh, so wie immer natürlich, und ciao.